Herzlich willkommen, liebe Kryptofreunde und Mining-Enthusiasten. Nach einem kleinen Krankenstand und allen nötigen Teilen, die wir endlich zu mir gefunden haben, ist es soweit, dass wir in Zukunft als Krypto-Bergleute sagen können, habe ich wohl genug Wasser in meinen Kühler beim Miner gefüllt? Hydromining, Freunde, das kann richtig Spaß machen. Ich habe gerade einen Antminer S19 vom Million Miner im Einsatz, einen Hydro. Den haben wir eh schon im Unboxing euch gezeigt. Nun passt es endlich, dass ich alles bekommen habe, nämlich dieses olle Stromkabel. Das muss man extra dazu bestellen. Das ist leider bei Bitmain nie dabei. Dementsprechend, wenn du eine Bestellung bei Million Miner machst, im Hydro-Miner-Bereich, unbedingt das Stromkabel dazu bestellen. So sieht es dann aus. Da unten sind eine LEDs. Die sieht man jetzt gerade fast nicht. Wenn die Hashboards alle in Ordnung sind, die leuchten dann grün und vorher sind sie rot. Das braucht ein Zeitchen und ich fahre gerade diesen S19 Hydro, der kann 186 Terahash im Low Power Mode. Ganz wichtig bei den Hydro-Minern ist einmal die Geschichte rund um die Kühlung. Hier zeige ich euch jetzt einmal schnell ein paar Sachen, weil leider beim Lianli Kühler, ja, der was empfohlen wird für die Hydrominer von Bitmain, kein Manual dabei ist, wie man das Ganze installiert. Ich habe das Ganze dann am Hand von diesem Foto aufgebaut, weil mir das Manual gefehlt hat und auch auf der Bitmain Homepage ist auch nicht viel Information, wie man einen Antminer S19 oder S21 Hydro richtig konfiguriert. Das heißt, was ist Vorlauf, was ist Rücklauf und dergleichen. Das werde ich euch im heutigen Video zeigen, dass wir auch wissen, wie man das Ganze anschließt und bedient. Fakt ist natürlich, die Hydro-Miner-Geschichte ist wirklich eine Wucht. Ich habe natürlich jetzt bei mir schon eine hohe Raumtemperatur, weil es draußen auch schon gut 20 Grad hat. Dementsprechend fahre ich den großen 12 kW Radiator auf halber die Drehzahl und wichtig ist es beim Hydrominer, dass wir hier beim Ausgang, das ist die blaue Temperatur, nicht weiter raufkommen als 34 Grad. Es wird zwar bei Bitmain angegeben, dass der Rücklauf, also im Prinzip der Rücklauf vom Kühler, schauen wir uns gleich an, wie das Ganze um den Rücklauf passiert. Das heißt, diese Leitung ist von der Pumpe weg, geht dann rein oben auf den Netzteil. Aber in Wirklichkeit die kalte Seite geht als erstes rein in den Hashboards. Hier habe ich mir ein Bild geklaut von einer Homepage, da sieht man es schöner. Das heißt, der Rücklauf vom Kühler, die kalte Seite, geht über die PSU rein, verteilt sich dann über die Hashboards und die heiße Seite geht dann unten rein im Kühler. Das werden wir jetzt kontrollieren, damit wir das auch schöner sehen bei mir. Weil das kann ganz schön verwirrend sein. Das heißt, hier kommt die kalte Seite. Die habe ich dann nur zugentlastet, damit es bei den Schnellverschlüssen kein Problem gibt. Rein in die PSU. Dann von der PSU auf den Verteilerblock, wo man es da so schön sieht. Ein wenig sind Luftblasen drin. Und dann die heiße Seite, die kommt hier raus. Hier haben wir dann auch einen Schnellverschluss, das wird ja alles mitgeliefert im Kühlersystem und das geht dann unten rein bei unseren Kühler. Das heißt, die heiße Seite geht unten rein, geht quer durch den Kühler hindurch, wird dann oben von der Pumpe rausgesaugt. Hier werden im Prinzip die Luftblasen noch einmal gelockert, das ist im Prinzip so ein fast offenes System. Es ist zwar alles dicht geschraubt, das ist auch der Grund, wieso hier Silikonschläuche dabei sind, damit sich das Ganze ausdehnen kann, weil wir ja kein Ausdehnungsgefäß dabei haben. Hier sieht man es auch schön, wenn man die Schläuche zusammendrücken kann. Alles, was ihr jetzt seht, ist hier bei diesem Kühler dabei an den Schläuchen. Den Miner habe ich euch ja letztens gezeigt. Da war im Prinzip nichts dabei, außer der Miner selbst. Stromkabel unbedingt dazu bestellen, das werde ich euch auch noch sagen, wie man das richtig anschließt. Da hat es auch schon ein paar Fragen gegeben. Und jetzt zum Kühler würde ich euch empfehlen, wenn Sie jetzt nicht in euren Heizungssystem reinfährt, nehmt bitte den 12 kW Kühler, weil dann können Sie das ganze Ding richtig leise machen. Man sieht es gerade im Low Power Mode. Ich kann da jetzt ein wenig die Lüfterdrehzahl zurückdrehen.
Und das Ganze kann man machen, man hat hier zwei Drehzahlregler und diese zwei Drehzahlregler sind im Prinzip gedacht, dass der untere Bereich der Lüfter extra zum Regeln geht und der obere Bereich der Lüfter und die oberen werden die angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt da hinten hingehe, gehe ich da runter mit der Drehzahl und jetzt habe ich die Lüfter fast ausgeschaltet. Jetzt wird sich natürlich relativ rasch da oben bei der Temperatur was tun. Das heißt, der Rücklauf wird dann gleich einmal schnell warm werden. Und bei 35 Grad geht aber der Meiner dann auf Störung. Jetzt habe ich alle Lüfter ganz abgedreht. Übrigens zu dem Bereich der Leistungen rund um den Lüftern. Die Pumpe hat ungefähr 35 Watt in der halberten Leistung. Wenn beide Lampen auf 50% sind und auch die Lüfter auf 50% sind, roundabout 190 Watt. Machst du das System volle Kanne auf, geht das Ganze auf 390 Watt. Das heißt, dieser Kühler, wenn die Lüfter volle Kanne laufen, die Pumpe fährt immer mit gleicher Leistung, braucht das maximal 400 Watt. Theoretisch könnte man mit diesem Kühler auch zwei Miner betreiben, weil der Miner hat ja eine Verlustleistung von knapp 5300 Watt. Das heißt, im High Power Mode wären wir mit 5300 Watt unterwegs. Aktuell verhält sich noch sehr gut, weil ich natürlich die Türe geöffnet habe und die Klimaanlage eingeschalten habe. Dementsprechend schießt das jetzt nicht ganz so schnell rauf mit der Temperatur. Schauen wir mal, wie lange es hält. Die Lüfter sind komplett auf Null. Ich werde ganz leicht die Lüfter aufziehen, damit wir wenig Zirkulation haben, weil das braucht leider sehr lange, bis der Miner dann neu startet und das ist relativ lästig. Das heißt, der Hydro hat im Hochfahrprozess ca. 5-6 Minuten Arbeit und wenn er sich dann aufhängt, ist er leider nicht so schlau, dass er sich neu startet. Das heißt, der Miner läuft super stabil, ist aber im Bereich der Temperatur sehr empfindlich. Zeige ich euch dann am Dashboard. Ja, das Ganze ist im Prinzip wieder geliefert. Das untere Gestell ist zum Raufschrauben. Hier sind zwei Montageplatten. Das ist zwar alles relativ selbsterklärend. Das Stromkabel für diesen, sage ich mal, Gleichrichter hier. Aha, war schon soweit. Jetzt sind wir schon auf Störung. Das geht dann relativ rasch. Und jetzt müssen wir leider den Miner neu starten. Man sieht es auch hier bei den LEDs, weil er jetzt auf Übertemperatur gegangen ist. Guter Paradebeispiel, dass ich euch das dann auch am Dashboard zeigen kann, wenn wir das auch gesehen haben. Das heißt, bei der Temperatur ist das sehr heikel, das geht dann relativ rasch. Scheinbar hat es hier die Temperatur uns nicht angezeigt, dass wir schon über den 35 Grad waren. Aber das schauen wir uns beim Dashboard an, das kann natürlich nerven. Fakt ist, Bitmain gibt an, hier darf die Einlauftemperatur 40 Grad sein, aber diese 40 Grad hat man relativ rasch erreicht. Hier am Ausgang kann durchaus sein, dass wir bis zu 55 Grad warmes Wasser rausbekommen, was natürlich sehr angenehm ist, wenn man dann im Bereich von Heizungssystemen das beim Wärmetauscher einspeist, um einfach sein gesamtes Wohnhaus zu heizen. Das heißt, das ist ja die nächste Mission. Einen Hydro möchte ich hier integrieren mit meiner Sommerbaustelle, damit ich das Warmwasser damit produzieren kann. Das heißt, ich werde das Warmwasser so in Richtung maximal 50 Grad raufheizen können, weil sonst geht mir leider der Hydro-Miner mit der originalen Bitmain-Firmware auf Störung. Natürlich im Heizungssystem ist das natürlich dann eine Lappalie, wenn man normale klassische Radiatoren hat, da ist man natürlich der volle Hero. Warum sage ich das Ganze rund um die Temperaturen? Das ist die mitgelieferte Firmware von Bitmain, dass ich glaube, dass im Bereich von HiveOS oder BrainOS da wesentlich mehr möglich wäre gewesen. So, wir hatten hier gut 48 Minuten, wo wir mit 146 Terahash geschürft haben, bis zu 155 Terahash waren das. Das heißt, im Low-Power-Mode habe ich jetzt anhand der Wechselrichter ungefähr 4000 Watt Energieverbrauch ermittelt bei 155 Terahash und im High-Power-Mode macht der Miner ca. 5300 Watt bei 186 bis 188 Terahash. Kurze Rede, langer Sinn, um die 29 Watt pro Terahash. Das heißt, genau die Angaben, wie es beim Hersteller üblich sind, das wird alles eingehalten. Dementsprechend ist der S19 Hydro Pro noch immer ein sehr interessantes Schürfwerkzeug. Wir gehen jetzt aber runter hier auf den linken Reiter. Da haben wir jetzt im Prinzip die ganzen Fehlercode. Und wenn wir dann ganz runter schwenken, da sieht man auch, wie lange das alles benötigt, bis man da endlich die Frequenz findet und ich auch den Fokus wieder finde. So, ohne dass der Fokus jetzt reinpfuscht, das war die letzte Störmeldung. Too hot water temperature auf den Fühler. Ich schätze 47 Grad war da die Einlauftemperatur, 40 Grad lässt Bitmain zu. Error temperature too high und dann im Prinzip stop mining
und dann hört er komplett auf mit der ganzen Geschichte. Power off all Hashboards, Temperature Monitor freed exist. Sollte er eigentlich neu starten, vielleicht war ich auch ungeduldig, hat er bis dato nicht gemacht, dann steht auch hier der Status abnormal. Ich werde das Ganze mal jetzt ein Refresh machen, aber auf der rechten Seite, wie bei den ganzen Bitmain-Firmwaren üblich, die Chips sind alle soweit in Ordnung, aber scheinbar, oder bin ich noch ungeduldig, beginnt er nicht mit dem neuen Mining. Ich mache jetzt hier mal einen Restart auf der rechten Seite. Und dann werden wir sehen, ich habe jetzt da auf dem Computermonitor, ich probiere es einmal, ob wir es dann hinbekommen, rechts unten 15.05 Uhr stehen, ob das Ganze dann was wird. Beziehungsweise ich nutze das Ganze gleich aus, dass wir im High Power Mode starten, das heißt hier unter den Reiter bei dem Miner, gibt es wie bei den L7-Firmwaren bekannt die Möglichkeit hier die Modes zu starten und das Ganze werde ich speichern. Wir sehen schon 15.06 Uhr, ich habe jetzt den High Power Mode gestartet. Bis die Maschine jetzt hochfährt, werden wir können inzwischen auch hier die Logdatei öffnen, dann sehen wir uns das an, wie er da im Prinzip jetzt beginnt, die ganzen einzelnen Chains zu suchen, die üblichen Protokolle wie üblich. In der Zwischenzeit zeige ich euch aber, wie man den Stromstecker anschließt. Wenn du Bock hast und diesen Link in der Videobeschreibung nutzt, würdest du mich natürlich mit deiner Million-Miner-Bestellung unterstützen. Wäre mir eine große Freude, würde mir ordentlich helfen, damit wir da auch coolen Crypto-Mining-Content machen können. Das ist im Prinzip dieser wunderbare Stromstecker und das ist ein Stromstecker, der hat hier drei Phasen und in der oberen Seite ist die Erdung. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe einfach bei meiner in der Buchse reingemessen und gegen den Gehäuse, dann habe ich gewusst, das muss die Erdung sein und da ist eine Leitung dabei, die ist gelb-grün und das ist auch wirklich die Erdung. Das heißt, gelb-grün ist die Erdung und hier jetzt nicht täuschen lassen, bei grün, blau und braun, das ist scheinbar die chinesische Adernfarbe, die haben halt andere Adernfarben als wir in Europa. Das sind die drei Außenleiter. Wie du die drei Außenleiter anschließt, ist egal. Der Miner braucht keinen Neutralleiter, sprich Nullleiter. Er braucht drei Außenleiter. Hier bitte nicht täuschen lassen. Es ist wirklich so, der Grüne ist im Ausland kein Gelbgrüner, sondern das ist ein Außenleiter und der Blaue ist im Ausland auch ein Außenleiter. Gelbgrün ist die Erdung. Und hier jetzt bitte nicht wundern, da steht zwar wichtig 2,5 Quadrat auf der Leitung drauf, aber da sieht man mal, die Chinesen, Scherz am Rande, sind da ein wenig lustig beim Raufdrücken. Hier steht 4 mal 2,5 Quadrat, es ist aber ein 3 mal 1,5 Quadrat oder ein 3 mal 2 Quadrat und die Erde dürfte ein 1 Quadrat sein, da haben sie einfach andere Ansprüche, aber für die 5300 Watt langt dieses Kabel auf alle Fälle und ist meines Erachtens eine super Lösung mit dieser Steckverbindung weg von dem ganzen Kaltgeräte-Dreck. Also das ist soweit wirklich alles Profiware, das passt sehr gut. Beim Lianli-Kühler, ich wiederhole noch einmal, Lianli-Kühler ist auch so ein Fläschchen dabei zum Nachfüllen und ich habe das Ganze mit destilliertem Wasser gemacht, damit hier kein Kalk drinnen ist, das ist ganz wichtig und das ist von den 5 Liter destillierten Wasser noch übrig geblieben. Das heißt, bei dieser ganzen Verkabelung bzw. Befüllung des Kühlersystems haben wir jetzt der Daumen mal bei, ja, ich würde mal sagen, 5 Liter sind im destillierten Behälter drin. Das heißt, da ist irgendwo ein bisschen über 4 Liter. Mehr braucht man nicht. Also wenn du einen 5 Liter Behälter kaufst, geht sich das locker aus, damit du das Ganze hier am Laufen hast. Das heißt, das ganze Schlauchsystem, was man hier sieht, wurde mit ein Stückchen Richtung 3,84 Liter an Flüssigkeit befüllt. Ein bisschen was habe ich gepritschelt, muss ich fairerweise zugeben. Hatte auch eine kleine Leckage, dementsprechend sage ich jetzt 3,8 Liter. Hier würde ich dir empfehlen, ein wenig später das Ganze nachzufüllen. Und das macht natürlich was aus, auf was für einer Höhe der Miner steht. Das heißt, der Kühler kann ruhig höher stehen, aber der Miner sollte nicht höher stehen, weil dann hast du natürlich vom Wasserkreislauf das Problem, dass das Ganze ein wenig mit Druck arbeiten muss und es kann im schlimmsten Fall der Fälle, da oben ist nämlich diese Füllschraube, hier ein wenig Wasser rausdrücken. Trotz allem, das System ist sehr ausgeklügelt mit diesen Pneumatik-Schnellverschluss-Stecksystemen, also das gefällt mir einfach richtig, richtig gut und wir sehen da schon im Hintergrund, dass die Hashboards beginnen grün zu leuchten, das heißt, der Initialisierungsprozess
für die Optimierung von den Hashboards wurde abgeschlossen. Jetzt ist nur mal die Frage, bis hier oben das rote Lämpchen weggeht. Wir werden mal kurz zum Dashboard springen. Ja, das schaut jetzt natürlich, wir haben jetzt 15.12 Uhr, doch schon 7 Minuten, relativ gut aus. Er hat die einzelnen Frequenzen, so wie es auch BrainOS oder HiveOS macht, durchgetestet. Und jetzt schon langsam ist er soweit. Es fehlt noch, dass im Prinzip das Workfile startet, das wird uns hier dann hinschreiben. Also er ist noch nicht ganz fertig mit der Initialisierung. Gehen wir mal kurz auf den Dashboard drauf. Jetzt hier nicht wundern, hier kommt das abnormal. Aber die Temperaturen sind absolut im grünen Bereich. Ich habe die Kühler jetzt sicherheitshalber ein Stückchen raufgedreht und wir sehen es, es baut sich schon langsam der Hash auf und wir sind jetzt schon oben im Bereich der 184 Terahash und in der echten Hashrate werden wir das bald 1:1 in der AVG Hashrate dann übernehmen. Er baut sich sauber auf. Wichtig ist nur hier in diesem Bereich, was mir aufgefallen ist, dass wir diese 60 Grad hier nicht überschreiten, weil dann kommen die Störungen. Dementsprechend habe ich jetzt den Kühler ein Stückchen weiter aufgedreht. Wir sehen es sehr schön, 186 Terahash, wirklich ein Traum das Ganze. Und wenn wir jetzt im Logfile reinschauen, damit man das auch besser versteht. So lange muss der Prozess laufen, bis hier Status OK steht und dann im Prinzip beginnt er mit dem Job, den was im Zwischenspeicher gecached hat, zu starten. Wenn das Ganze so aussieht, hebt das Ganze an, Spaß zu machen und macht auch wirklich Freude. Also noch einmal, Freunde, 187 Terahash bei 5300 Watt. Es wird wahrscheinlich sogar ein Stückchen weniger sein. Ich habe die Leistung ja ermittelt bei meinem Dai-Hybrid-Wechselrichter gestern am Abend. Da kann ich mich unter Umständen bei gut 100 Watt verschaut haben. Okay, scheinbar macht mir jetzt gerade die Sonne einen Strich durch die Rechnung. Vorher hatten wir noch 5.000 bis 6.000 Watt Produktionsleistung. Da werden wir gleich rausschauen. Ich habe ja auch den Antminer L7 am Laufen. Und ich hatte anhand dieser Messdaten von den Dai-Inverter die Leistung ermittelt, weil ja der Miner Drehstrom braucht. Den Lüfter habe ich aber genau getrackt. Da habe ich das Ganze mit einer Strommesssteckdose gemessen. Das stimmt soweit. Mehr als 400 Watt wird dir dieser Lüfter nie brauchen. Und ich sage einmal, wenn du optimale Kühlbedingungen hast, wird sich das Ganze locker im Bereich der 200 Watt ausgehen. Und wenn man das dann umrechnet, muss man schon sagen, dass der S19 Hydro schon ein nettes Spielzeug ist und sehr effektiv arbeitet und dementsprechend auch, schätze ich, nach dem Bitcoin-Halving noch gut 2-3 Jahre gut zum Einsetzen ist. Und natürlich mit einer intelligenten Firmware kann man wahrscheinlich dann auch ganz schön downraten. Overclocking kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die anderen Firmware-Komponenten zulassen, weil ja das Netzteil ja hier eingebaut ist und dementsprechend wahrscheinlich keine Leistungsreserven hat, ist meine persönliche Vermutung, nur dass wir das gesehen haben. Trotz allem, liebe Freunde, hier werden gerade maximal 5300 Watt verblasen und mit diesem riesen Kühler von Million Miner, Freunde, ist das ein Traum. Wir sehen es hier bei den Temperaturen. Ja, Freunde, und es ist mir jetzt auch mittlerweile klar, wieso uns hier die Leistung beim Wechselrichter verlassen hat. Es ist wieder mal eine Wolkendecke, in diesem Fall einmal eine relativ angenehme, natürliche Wolkendecke, trotz allem extremst auffällig. Wir hatten jetzt fast 3 Wochen durchgehend Milchsaumwolken und andere lustige Probleme in den Wolken. Das heißt, die letzten 3 Wochen, so wie ich auch krank war, war auch dementsprechend irgendetwas los mit der Luft. Wir hatten sehr wenig Produktionsleistung und hier kann man auch sehen, dass eine Anker-Balkonkraftanlage optimal ist, damit man nicht den Gang mit Taubenkot zugeschissen hat. Die Taubenplage ist für mich auch ein massives Projekt, da werde ich mich heuer widmen, aber das hat jetzt mit dem Mining per se nichts zu tun. Ich finde es lustig, wie man auch Solarplatten optimal nutzen kann, damit man nicht seinen Gehweg vollgeschissen bekommt. Muss man mittlerweile aufpassen, was für Wörter man verwendet, weil es muss ja alles systemkonform in der Sprache sein. Alles, was auf den Solarplatten oben wäre, wäre dann hier quasi am Boden der Code. Jetzt bitte nicht vergessen, liebe Freunde, da hinten habe ich 3.500 Watt einen L7-Miner laufen. Hier sind 5.300 Watt, was gerade verblasen wird. Auf der Homepage von Million Miner und auf Bitmain wird der Miner sogar mit 5.000 Watt angegeben.
Ich sage, das sind 5300 Watt. Das war das, was ich anhand meiner Dai-Hybrid-Inverter ermitteln konnte, weil ich noch kein Drehstrommessgerät habe. Vielleicht sind auch die Leistungsangaben wirklich so gut wie behauptet. Aber ist es nicht eine Freude, Freunde? Das ist das Schöne, wenn man ein Hybrid-PV-System hat. Wir haben hier jetzt aktuell 4900 Watt auf den Inverter 1 und hier dasselbe und blöderweise wieder mal einen Netzbezug. Ja, ist leider so, weil die Spannung ich ja im User-Defined Battery Mode auf 52 Volt eingestellt habe und gerade bei den PV-Platten wirklich null runterkommt. Soviel zu dem Thema PV-Energieversorgung. Aber wir müssen ein wenig was tanken, da gibt es dann dementsprechend dann bald neue Videos. Wir werden uns auch anschauen, wie sich's hier verhält nach gut 5 Monaten mit 4 Stück 12 Volt Batterien vom TKC Power, wie sich das Ganze im Drift verhalten hat. Bin ich dann gespannt, lasst euch überraschen. Ich werde da hier einiges umbauen. Peits werden wir uns auch noch was anschauen und natürlich bald Hochvoltsysteme, so viel im Bereich der PV-Seite. Aber ist es nicht eine Freude? Ich habe hinter mir 5000 Watt meiner Leistung mit 186 Terahash am Laufen und das finde ich schon sehr beachtlich. Übrigens, ich habe ein wenig kalkuliert, anhand der aktuellen Umsätze von ASIC Mino Velo würden wir hier bei den Kilowattstunden inklusive Lüfter bei ungefähr knapp 20 Cent auf die Kilowattstunde Umsatz kommen. Das heißt, mit 186 Terahash und einem errechneten Stromverbrauch, da hatte ich mit 200 Watt für den Kühler gerechnet, da waren wir ungefähr bei 5500 Watt, was ich gerechnet habe in der Kalkulation, kam ich auf ca. 20 Cent Umsatz aktuell bei dieser Maschine. Und diese Maschine ist noch bei Million Miner zu bekommen, weil ja aktuell nochmal die S21 im Zulauf sind. Die werden wahrscheinlich ziemlich bald ausverkauft sein. Ich habe hier noch einen nagelneuen auf Lager. Falls einer aus meiner Gegend kommt, auf Abholung kann er diesen holen bei mir. Verschicken tue ich das Ding nicht. Das ist immer zu viel Risiko mit der Schickerei. Aber auf Abholung hätte ich ein Stück hier auf Lager. Ich hatte zwei Stück bekommen. Ich muss sagen, diese Hydro-Miner, Freunde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da blasen jetzt gerade und ich bin mit kurzen Leibchen unterwegs. 5000 Watt raus. Dementsprechend der große Kühler, auch wenn ein Touch mehr kostet, kann überhaupt kein Fehler sein. Und wir werden dann hoffentlich heuer auch die ein oder anderen Möglichkeiten finden, wie wir das Ganze in die Heizung einspeisen. Wir sehen es auch hier sehr entspannt. Zwischen 28 bis 30 Grad auf der Eintrittsseite zum Bitmain Miner. Das heißt, alles ist sehr gut. Also der Kühler gefällt mir sehr gut, das ganze Konzept super gelöst und man könnte natürlich, wenn man die Leitungen länger hat, den Miner irgendwo hinpacken und natürlich mit der Wärme, da können wir mit der Poolwärmepumpe uns noch Ideen einfallen lassen und lasst euch überraschen, ich habe da ganz, ganz viel vor. Also diese Hydro-Miner-Sache gefällt mir immer wie besser. Hier machen wir noch eine Kontrolle, ich gebe bei ASIC Mino Velo für den Strompreis jetzt 1 Cent ein, damit wir da auf der rechten Seite den Umsatz rausgeschmissen bekommen. Wir haben jetzt aktuell einen Bitcoin-Preis von 72.000 Dollar und wenn ich jetzt mit diesen Daten hier reingehe in der Kalkulation beim S19, liegen wir hier, also wir sind zwischen 177 Terahash und 198 Terahash, dieser kann 186 Terahash, hätten wir aktuell einen Umsatz von 18 bis 20 Dollar zu erwarten. Gestern am Abend, wie ich kalkuliert habe, waren hier sogar 20 Dollar. Ihr wisst ja, diese Werte verändern sich. Das hieße, aktuell bei den ganzen Messdaten kommen wir dann ungefähr auf diese 20, Entschuldigung, Dollar Cent waren es, 19 bis 20 Dollar Cent, was ich errechnet habe pro Kilowattstunde. Das muss ich sagen, das ist dann schon ein schönes, feines Ding im Bereich auch von den Rewards. Wo wird es aber in Zukunft bei den Rewards hingehen? Wir haben ja bald das Bitcoin Halving, das was uns dann bald erreichen wird. Alles klar, wieso sich jetzt hier da einiges getan hat. Gestern am Abend war ein höherer Bitcoin-Preis. Man sieht, das reagiert relativ rasch. Ich glaube aber mal, dass wir trotz allem jetzt da hier jetzt einmal uns um den Halving Richtung 100, 120.000 bewegen werden. Auf den ersten Eindruck wird es natürlich hier schön ausschauen. Das heißt, die Preise werden hier raufgehen. Trotzdem beim Halving haben wir wieder die Halbierung. Das heißt, mehr als mit diesen Preisen würde ich jetzt aktuell nicht in die Kalkulation gehen, weil einfach durch den Halving das Ganze massiv schwierig wird. Man darf hier auf dieser Stelle auch nicht vergessen, wenn man den Antminer L7 hernimmt, da sieht man wieder, die Skriptminer sind dann doch immer schön tolle Waffen. Wenn ich hier jetzt den Stromverbrauch gegenrechne, habe ich absolut mehr Umsatz.
Das hat aktuell damit zu tun, weil Dogecoin so performt. Das ist auch kein Geheimnis. Dogecoin ist hier im Script-Algorithmus schuld, wieso die L7-Miner hier relativ schöne Umsätze fahren. L7, der Script-Algorithmus und natürlich die SHA-256-Algorithmen ist kein Geheimnis. Das sind die zwei Algorithmen, worauf man sich verlassen kann. Aber wenn wir hier jetzt wieder zurückgehen zu unseren S19er, dann sehen wir hier in dieser Bandbreite, ist das nicht ganz so schlecht, wenn wir knapp 20 Dollar Cent auf die Kilowattstunde für den Strom bekommen, weil der Hardwarepreis mit 2700 und glaube ich der Kühler, der große, kostet noch einmal 850, der 12 kW Kühler, da sind aber alle Schläuche und alles dabei, sind wir jetzt Daumen mal bei 3.500 Euro, das ist noch ein relativer fairer Deal, weil das halt ein S19 ist und kein S21er. Natürlich, wenn wir auf der Homepage von MiniMiner reinschauen, gibt es auch schon die S21er Hydro. Da natürlich schaut es ein wenig anders aus mit den Preisen. Okay, gestern Abend waren sie noch auf der Homepage. Scheinbar sind sie aktuell ein wenig verschwunden. Das ist so. Es sind momentan nur die die luftgekühlten Geschichten da. Die habe ich euch eh schon vorgestellt. Da sind wir zwischen 4.000 bis 4.500. Was ich aber im Kopf hatte, war der Hydro-Miner, der S21, doch schon Richtung 6.000 unterwegs. Also da merkt man schon für die neuere Generation, klar, sie braucht dann noch einmal um gut 35% weniger Energie, zahlt man dann aber trotzdem ordentlich Kohle und das Ganze macht natürlich ja nur Sinn, wenn ich mein Haus heizen möchte und ich über genügend Photovoltaikstrom zur Verfügung habe. So, jetzt werden wir den Miner gemeinsam niederfahren, dass ich da mal den Lärm im Hintergrund ein Stückchen wegbekomme. Jetzt schauen wir noch einmal rein im Systemlog, was uns hier ganz zum Schluss so alles hingeschrieben hat. Alles wunderbar, gleich wie vorher erwähnt. Er hat hier diesen Job gestartet, den was er gespeichert hatte, soweit in Ordnung. Und wir gehen hier jetzt rein und machen hier den Mode Sleep, speichern das Ganze. Das wäre natürlich jetzt die perfekte Partie, damit wir jetzt den Miner niederfahren. Und dann schauen wir mal rüber zum Miner, wie sich das dann drüben beim Miner verhält. Ein Stückchen dauert das Ganze, also die Software ist immer relativ träge. Schauen wir mal, ob er das Ganze jetzt auch übernommen hat, ob er das so gespeichert hat. Jawohl, es hat schon funktioniert. Wunderbar. Das heißt, ich gehe jetzt einmal rüber. Dementsprechend kann ich natürlich jetzt hier die Kühler runterdrehen. Wie gesagt, wir haben hier zwei Drehregler. Und wir sehen es oben bei den Temperaturen, da ist alles sehr tiefenentspannt und das kann dann schon Freude machen. Und der Miner ist natürlich hier jetzt da, die Lampen unten nicht täuschen lassen, die sind jetzt noch immer grün, aber oben ist er natürlich rot auf Störung. Aber das kann Spaß machen. Schauen wir noch einmal auf der Verbraucherseite auf meiner PV-Anlage drauf, wie wir jetzt ausschauen mit dem Verbrauch. Auch ein Stückchen besser, also man sieht es von den Leistungswerten wie vorher versprochen, Freunde. Circa 2000 Watt pro Inverter weniger. Also so habe ich das am Abend ermittelt, da hatte ich eine bessere Grundlast, da ist dann alles aus den Batterien heraus ermittelt geworden, weil ich muss mir jetzt für so eine Geschichte einen neuen Verteiler bauen, wo ich ein Drehstrommessgerät drin habe. Trotz allem eine großartige Sache und wenn wir dann so weit sind, gehen wir dann rauf zu unserer Starkstromsteckdose, schalten den Sicherungsautomat aus, alles wunderbar, bald wird hier die ganze Geschichte weg sein. Hier kann ich auch einmal die Lüftung ausschalten. Man sieht dann schon, wie das Ganze schneller mal Freude macht. Hier schalte ich jetzt auch aus. Wird dann auch gleich einmal leiser. Und natürlich die Teilenwerte werden dann auch bald mit dem Schreien aufhören. Dashboard ist jetzt natürlich tot. Da wird sich jetzt nichts mehr tun bei der ganzen Geschichte. Da wird er nochmal ewig laden. Und wenn ich jetzt raufgehe, hier ist der L7 im Low Power Mode am Werken. Den schaffe ich dann bei ein wenig Sonne fast 24 Stunden zum Durchlaufen, aber trotzdem, Freunde, die letzten drei Wochen hatte es irgendetwas mit den Wolken, die Solarleistung war sehr beschämend. So, liebe Freunde, ich bin noch ein wenig angeschlagen, kämpfe jetzt schon bald drei Wochen, so wie oben auf den Wolken etwas im Busch war, hat es mich auch erwischt, irgendein lustiger Virus, also mich hatte das Corona seinerzeit nicht so im Griff, wie aktuell der momentane unbekannte neue Virus scheinbar unterwegs ist. Viele andere Menschen haben auch komische Beschwerden, sind teilweise drei, vier Wochen außer Gefecht,
mir ist es leider auch nicht anders ergangen. Zu den Bitcoin-Preisen, es ist natürlich, da wird immer rauf und runter gepredigt, aber ich sage jetzt mal, die 100.000, 120.000 sollten jetzt da von den fundamentalen Daten heraus locker machbar sein. Natürlich darf man eins nicht vergessen, BlackRock und Konsortium, die haben natürlich gewaltig jetzt eingekauft, können natürlich die Märkte manipulieren, weil die Dollars, mit denen sie ja ihre wertvollen Bitcoins kaufen, die sind extrem günstig. Das heißt, denen kostet ihnen ja fast nichts, diese Dollars, ne? Die haben sie ja den vollen Zugriff drauf und können wertvolle Bitcoins oder auch physisches Gold damit kaufen. Dementsprechend ist diese ganze Preisprognosengeschichte auch ein bisschen Hirnwichsen, sage ich einmal. Aber auf Sicht, wir werden ganz überrascht werden, wo Bitcoin sich hinentwickeln wird. Und die Gegenseite ist ja das, auch wenn wir jetzt den Goldpreis hernehmen, wir haben ja zufälligerweise, wie das letzte All-Time-High war, vom Bitcoin, ich muss mal kurz die Türe zumachen, der Vogel schreit draußen. Die Vögel sind schön, aber sie piepsen und arbeiten. Aber wie der Goldpreis das All-Time-High hatte, da waren wir bei 2180 Dollar die Unze. Ich habe auch ein Stückchen wenig physisches Gold. War natürlich ein All-Time-High beim Bitcoin. Und da hat man das erste Mal gesehen, dass Bitcoin versucht, von den Aktienmärkten komplett sich abzukoppeln, um das Bitcoin und Gold spannenderweise da eine gewisse Analogie hatten, dass sie sehr parallel verlaufen. Aber der Preis sagt gar nichts aus. Im Prinzip ist er nur ein Indikator, dass durch die Inflation und für die Menschen, die was Inflation verstanden haben, eigentlich unser Fiat-Geld weniger wert ist. Selbst wenn Bitcoin einmal 1 Million Dollar erreicht haben wird, heißt das ja nicht, dass ich die gleiche Kaufkraft habe, wie ich heute mit 1 Million Dollar habe. Und dementsprechend jetzt nicht immer, und das ist scheinbar das Wichtigste für alle im Kryptospace, der Preis. Es ist auch eine Glaubensfrage. Glaube ich an den Bitcoin, glaube ich an der Mutter aller Kryptowährungen, dass sie im Prinzip physisches Gold ersetzen kann, beziehungsweise der digitale Ableger davon ist? Das ist eine Glaubensfrage. Und am Ende der Tage, wir werden alle nachher schlauer sein. Aber die Wahrheit wird sein, auch wenn wir richtig geile Preise mit 1 Million Dollar im Bitcoin sehen werden, falls dann überhaupt noch diesen Dollar als solches gibt, das wird dann wahrscheinlich ein digitaler Zentralbank-Dollar sein, weil 2026 bekommen wir auch in der EU unser digitales Zentralbankgeld. Dann ist die Frage, ob es dann nicht dort wieder eine neue Valutierung gibt, das heißt ein neuer Wert bemessen wird. Dementsprechend müssen wir sagen, Bitcoin wird 1 Million Dollar erreichen auf diesen Dollar, was wir heute im Fiat-System erreichen werden. Natürlich wird auch mehr erreichen können. Das ist ja nur die Frage, wo die Inflation abgebildet wird. Weil die Kaufkraft, Freunde, wenn einmal Bitcoin 1 Million Dollar wert ist, wird dann wahrscheinlich gerade so sein, dass du dir im heutigen Wert ein Haus, was 300.000 Euro wert ist, kaufen kannst. Also hier bitte jetzt von diesen Preisen nicht immer narrisch machen lassen, weil auch wenn die Zahl jetzt aktuell 72, 73, 75.000 Dollar ist, trotz allem, wenn man sich selbst ein bisschen so ein Gefühl hat und jetzt die letzten 4 Jahre Revue passieren lässt, kommt man doch selber drauf, wir haben ja wirklich in den letzten 4 Jahren gut 35% an Kaufkraft verloren, wenn man ehrlich ist. Und wenn ich dann sage, wenn der Bitcoin dann bei 120.000 Dollar sein wird, 150.000 Dollar, hat er in Wirklichkeit ja nur dann die Kaufkraft von 50.000, 60.000 Dollar, gefühlt anno 2020. Und das sollen wir aber auf dieser Stelle nicht ganz vergessen. Also hier nicht nur von dem Preis Hirnwichsen, ja, die Preise werden nach oben gehen, aber am Ende der Tag ist ja wichtig, was kann ich mir kaufen? Und wenn Bitcoin 1 Million Dollar wert ist, ja, da wirst du wahrscheinlich im Gegenwert gerade ein Haus mit 300.000 Euro Stand heute kaufen können. Das dürfen wir hier an dieser Stelle nicht ganz außer Acht lassen. Dementsprechend, es ist gar nicht so wichtig, wie weit der Preis oben ist. Die Akzeptanz von Bitcoin ist viel wichtiger und wie sich es auch im Bereich der ganzen Regulierungsmaßnahmen entwickeln wird. Weil wir in der Crypto-Mining-Szene haben doch die Vermutung, dass vielleicht die Crypto-Mining-Coins, die was wirklich, sagen wir jetzt mal, schwarz, also geschöpft wurden aus den Unbekannten, vielleicht in naher Zukunft eine komplett andere Qualität bekommen werden. Es wird wahrscheinlich auch auf, sage ich einmal, wie bei Ether, also mit Smart Contracts, vielleicht auch grüne Bitcoins geben. Da werden natürlich Fed, EU und die ganzen anderen Großmächte, die Globalisten sicher auch noch ein wenig mitpfuschen. Das heißt, dass auf jeden Bitcoin ein Smart Contract im Hintergrund läuft, damit man sagen kann, das ist ein grün gewaschener Bitcoin, der kommt aus grüner Energiequellen, dass das quasi auch ein wertvoller Bitcoin ist. Also ich glaube, in Zukunft werden wir wahrscheinlich 3 Kategorien von Bitcoin im gleichen Blockchain-Netzwerk haben. Das wird dann halt mit Smart Contracts abgebildet. Wir werden einmal haben den Bitcoin, wie wir es ihn heute kennen. Dann werden wir diese Greenwashing-Bitcoin kennenlernen. Die sind dann halt mit Smart Contracts. Auch der Elon Musk hat einmal da seinerzeit was davon verlautbart. Also da sind ja verschiedenste Ideen im Umlauf.
Greenwashing ist immer sexy und dann wird es halt die wirklichen Mr. Mining Bitcoins, die was wir zu Hause still und heimlich quasi schwarz schöpfen und finden, produzieren. Also diese drei Kategorien von Qualitätsstufen von Bitcoin wird es wahrscheinlich in naher Zukunft geben, je nach totalitärer Sichtweise der weltweiten Systeme. Ja, da muss man ein wenig Schwurbler auf dieser Seite sein, aber Freunde, schaut in die Nachrichten rein. Die Nachrichten sind oft selbsterklärend. Aber dazu werde ich dann jetzt ein Statement machen, warum es mich jetzt da auch ein wenig seit Weihnachten runtergezogen hat. Das ist ein anderes Video. Soll jetzt hier das ganze Crypto-Mining-Video nicht kaputt machen. Ich sage einmal danke für euer Zusehen. Wurde natürlich wieder viel zu lange, aber es war mir auch wichtig, damit man sieht ein wenig, wie das ganze Ding ausschaut. Ist einfach ein feines Ding und das wassergekühlte Mining ist wirklich sexy, weil theoretisch, wenn ich jetzt einen Kühler irgendwo hätte oder in mein Haussystem reinfahren würde, könnte ich mich zurücklehnen, ohne viel zu schreien und könnte ich sagen, so Freunde, da im Hintergrund schürfen gerade 5300 Watt, knapp 200 Terahash Bitcoins. Das ist ja auch ein Wahnsinn, weil man einfach diese ganze Geräuschkulisse nicht hat und den Riesenvorteil auch bei den wassergekühlten Minern. Das Ganze mit diesem Staub in diesen Kühlrippen, es sind keine Kühlkörper, was von den ASIC-Chips runterbrechen können. Also alles, was wir mit den luftgekühlten Maschinen bis dato hatten, ist halt natürlich bei den Hydro-Zeugs weg. Da macht Hydro wirklich Spaß. So, genug der Worte. Wir sehen uns demnächst. Euer Mr. Mining. Vielen lieben Dank an euch. Tschüss, Baba.